Jo Leute, was geht? Also willkommen zu einem Video. Und das ist mein Statement-Video zu meinem Artikel 13, Video, warum Artikel 13 gut ist. Bevor es jetzt wirklich losgeht, wollte ich sagen, ich bin gegen Artikel 13. Das ist, sollte euch ganz klar sein, dass ich gegen Artikel 13 bin. Und ja, in diesem Video habe ich den Titel sehr provokant gewählt. Also ich habe geschrieben, warum Artikel 13 gut ist und wollte einfach mal eine andere Sichtweise ins Leben bringen, warum Artikel 13 gut wäre. Natürlich ist Artikel 13 nicht gut, natürlich ein provokanter Titel. Und ja, das Konzept ist sehr gut aufgegangen, wo ich gesagt habe, Dislikes das bis zu Tode, weil dieses Video hat jetzt 156 Daumen nach unten und 38 nach oben. Bewertung ist mir bei diesem Video eigentlich egal und generell auch, weil ich habe das Video meines Erachtens ganz okay gemacht. Ich habe vielleicht ein paar Sachen zu oft wiederholt, aber es ist einfach mal eine andere Meinung, die ich ins Netz gestellt habe. Die Kommentare sind auch sehr interessant, aber zur Bewertung, wie gesagt, das pusht eigentlich noch alles viel mehr hoch, nur für das nächste Mal, falls jemand hier schaut, der sich das schon angeschaut hat. Bewertet so welche Videos einfach nicht, die ihr haten wollt, weil YouTube noch, das noch viel höher rankt, aber egal. So, wie gesagt, das war ein Experiment, ein Konzept, was sehr gut aufgegangen ist und sehr gut funktioniert hat, mit allem drum und dran, Infokarte, Video, Videolänge und so weiter. So, jetzt kommen wir mal zu den Kommentaren, die finde ich generell am besten. Und ja, wir fangen mit dem ersten Kommentar an und schreibt Pokemaus46, du bist der größte Spaß, den ich jemals gehört habe. YouTube ist gut und wenn es YouTube nicht mehr gibt, begehe ich etwas Schlimmes. Und das meine ich ernst, seit 3 Jahren ist YouTube mein Leben. Du hast recht. Ich finde dich wirklich cool, dass du einen Kommentar geschrieben hast. Du hast recht, ich bin nur ein verkommener Junge, der versucht auf YouTube Leute zu verblöden. Ich finde es cool, dass du einen Kommentar geschrieben hast, anstatt selber loszurennen, um etwas daran zu ändern. Wirklich cool, wirklich supi. Danke. So, dann kommen wir mal zum nächsten Kommentar. Solche YouTuber wie dich hasse ich, habe ich gar kein Problem damit. Was deine Meinung ist, ist es vollkommen in Ordnung, weil man kann sich nicht bei jedem Menschen beliebt machen und vor allem nicht mit so einem Thema, was so gehypt ist. Sonst schreibt noch, ey Luzi, I love Artikel 13. Und der Kommentar war wirklich ein super Beweis. Da haben andere geschrieben, geh doch zu den Politikern. Alter, geh weg. Hashtag gegen Artikel 13. Stimme ich natürlich zu. Hashtag gegen Artikel 13. Dann schreibt er, ey, Bros, ich meine das nicht ernst. Den Kommentar, den musste ich einfach einer netten Herzchen zurückgeben, weil das nur zum Spaß geschrieben und sofort beschweren sich 3 Leute. Somit sind es 4 Kommentare, also 3 Kommentare mehr auf meinem Video. Und somit hat er mir eigentlich gerade eigentlich noch mehr hoch gepusht. Also hat das Video noch viel mehr unterstützt, obwohl es eigentlich gedisliked hat. Vielleicht, das weiß ich ja nicht, aber auf jeden Fall sehr interessant, wie das Konzept aufgegangen ist, dass sehr viele Leute sich dann beschwert haben in den Kommentaren, ein bisschen diskutiert haben, ein paar haben beleidigt, aber eigentlich sehr, sehr wenige. Und ja, Dislikes und Likes auf YouTube sind das gleiche, also macht das keinen Unterschied und mir tut es jetzt auch nicht wirklich weh. Es sind Zahlen. Ich habe jetzt an diesem Video sehr lange dafür gearbeitet. Ich meine, da kann ich noch seinen Kommentar von Puck nochmal vorlesen. Maus46, ich stecke viel Zeit in meine Videos. Das letzte hatte 4 Stunden gedauert und ist mit sehr viel Liebe geschnitten worden. Und du findest, dass gutes Artikel 13 durchkommt. Echt toll von dir. Echt toller Sarkasmus. Hate dich. Also du musst so voll haten, wie du willst. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob du dir das ganze Video angeschaut hast. Ich bin trotzdem gegen Artikel 13, was ich in diesem Video mehrmals erwähnt habe. Und finde es gut, dass du in Videos sehr viel Zeit steckst. Das heißt, dass du das einen sehr guten Content bringst, der sicher gut ist. Also ich habe ja schon gesehen, dass du Fortnite-Sachen bringst. Du kannst natürlich auch gerne beim Vorbeischauen, nur bitte Hate-Ads ihn nicht, weil das hat keinen Sinn. Warum er bei mir so einen Kommentar geschrieben hat oder mehrere, kann man verstehen bei so einem Thema. Und ich hoffe auch, dass du mir in 5 Jahren schreiben kannst, dass YouTube nicht mehr dein Leben ist und du vielleicht noch andere Interessen so gefunden hast. Das wäre cool, so finde ich. Natürlich Meinungssache. Ja, im Großen und Ganzen ist das Konzept gut aufgegangen, was ich in diesem Video eigentlich sagen wollte. Ich meine, jeder, der einen Kommentar geschrieben hat, jeder, der bewertet hat und in der Infokarte eine Abstimmung dagelassen hat, das hat einfach nur alles sehr geholfen. Und dieses Video ging auch sehr viral, meines Erachtens. Also hat alles sehr gut geklappt und ja, so funktioniert's. Ich werde in den 2 Monaten noch ein Video über dieses Thema machen, zu dieser EU-Parlament-Abstimmung, weil ich finde, dass das da nochmal ein paar Leute sehen sollten, dass da viele Leute gegen Artikel 13 abstimmen. Und somit würde ich sagen, haut rein und ja, danke für alles. War sehr interessant. Ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!